2013 kam unter der Regie von Baz Luhrmann und mit keinem geringeren als Leonardo DiCaprio die vierte Verfilmung von Der große Gatsby in die Kinos. In England erscheint der Film neben den Standardauflagen auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D noch im limitierten Blu-ray plus Blu-ray 3D Steelbook. In Deutschland gibt's keine Steelbook-Auflage des Films. Wer hier nach einer Sonderedition sucht, bekommt bei Müller eine Ausgabe mit Soundtrack. Allerdings ebenfalls nur ein Blu-ray Keepcase, deswegen denke ich, ist es nachvollziehbar, wieso ich zum UK-Steelbook von Der große Gatsby gegriffen habe und euch das im heutigen Video näher vorstellen möchte. Ganz am Anfang vorweg, und ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, bevor ich über dieses Artwork spreche. Es gab ursprünglich, als das Steelbook zuerst angekündigt wurde, nämlich ein anderes Artwork, wo quasi müsst ihr euch Leonardo DiCaprio wegdenken und den Hintergrund in kräftigen, schillernd goldenen Farben vorstellen. Ein Artwork, das irgendwie bei Steelbook-Enthusiasten sehr, sehr gut angekommen ist und wo sich jeder gedacht hat, das wird sicher fantastisch ankommen. Und dann hat das Artwork geändert und liefert das. Der Hintergrund sieht schwächer aus. Leonardo DiCaprios Konterfei wurde einfach irgendwie zweifarbig draufgeklatscht, und während am Anfang es noch Hoffnungen gab, dass möglicherweise der Hintergrund auf dem Steelbook das ist, was wir vorher vom Artwork kannten, und man möglicherweise wieder so einen Plastikschuber, einen transparenten Plastikschuber anbietet, wo dann eben DiCaprio drauf ist, was eine fantastische Idee gewesen wäre. Nein, wir bekommen alles einfach als normalen Steelbook-Druck. Und wenn ihr diesen Background habt und euch vielleicht mittlerweile schon das Original-Artwork zu diesem Steelbook gegoogelt habt und vielleicht selber gesehen habt, ja, das sieht viel besser aus, wisst ihr wahrscheinlich auch, warum mir dieses Artwork irgendwie gar nicht gefällt. Ich meine, ich muss zugeben, für das Steelbook wurde es trotzdem hervorragend aufbereitet. Der Hintergrund macht sich den metallischen Steelbook-Effekt sehr gut und vor allem auch sehr gut durchdacht zunutze, weil es eben gerade diese, ich kann eigentlich nicht einmal Gold dazu sagen, gerade diese hellbraunen Flächen im Hintergrund diesen metallischen Effekt nutzen und die etwas weniger hellbraunen Flächen nicht, wodurch man, wenn man das Steelbook bewegt, irgendwie einen angenehmen Eindruck von Ebenen bekommt. Leonardo DiCaprio wurde grundsätzlich fest und nicht durchlässig auf das Steelbook gedruckt, allerdings weiter unten schimmert dann eben der Hintergrund ein bisschen durch, damit auch der metallische Steelbook-Effekt, was, finde ich, einen durchaus angenehmen, gut durchdachten Eindruck macht. Drehen wir zuerst einmal das Steelbook und sehen uns dieses Backcoverblatt aus Papier näher an. Da bekommen wir nämlich im typischen Warner-Design die Inhaltsangabe des Films, die sonstigen technischen Details und Informationen zum Bonusmaterial und erfahren auch, dass die britische Ausgabe dieses Films keinen deutschen Ton und keine deutschen Untertitel bietet. Entfernen wir jetzt einmal dieses Backcoverblatt aus Papier und wir können uns das Backcover-Artwork des Steelbooks näher anschauen. Das ist quasi der Hintergrund des Frontcover-Artworks. Auch hier mit dem metallischen Effekt bei den hellbraunen, goldenen Flächen und nicht bei den, nennen wir es einmal, Rohren. Ich würde gerne einen Mega Man-Level auf diesem Background sehen, aber egal. Wieso man wieder die ganzen Cast and Crew-Informationen auf das Steelbook-Backcover drucken musste, obwohl die besser wahrscheinlich auf dem Papier-Backcover angebracht werden, lassen wir mal dahingesagt. Die passen, finde ich, nicht ganz so ins Gesamtkonzept. Trotzdem, wenn wir uns vor allem jetzt einmal das Außen-Artwork des Steelbooks gesamt anschauen, macht das Ganze dann, finde ich, doch einen recht coolen Eindruck, und ich denke mir, Warner hat sich einfach in dem Fall keinen großen Gefallen getan, das Steelbook zuerst anders anzukündigen und dann zu ändern, weil schlecht ist das Artwork nicht, es kann nur einfach nach wie vor meiner Meinung nach gar nichts im Vergleich zu dem, was vorher gesagt wurde. Öffnen wir jetzt das Steelbook, wir bekommen auf der linken Seite den Flyer zur Ultraviolet Digital Copy und auf der rechten Seite die beiden Discs.
auf denen lediglich der Filmtitel und sonstige Informationen stehen, die sonst weiß und komplett umgestaltet sind, habe ich schon erwähnt, dass das absolut hässlich ist und überhaupt gar nichts zu suchen hat bei einem aktuellen Film. Vor allem, wenn wir die beiden Discs entfernt haben, bekommen wir das Innenartwork des Steelbooks zu sehen und das ist in meinen Augen absolut großartig ausgefallen. Die Augen mit der Brille links und Leonardo DiCaprio auf der rechten Seite. Das Ganze mit sehr dezenten metallischen Effekten, vor allem bei den Schmuckstücken, die eben aus Silber sind und bei der Brillenfassung und ein bisschen auch bei dem blauen Hintergrund auf der linken Seite. Das ist wiederum sehr gut durchdacht, sehr gut aufbereitet und hinterlässt meiner Meinung nach einen wirklich guten Gesamteindruck. Insgesamt gefällt mir persönlich das britische Blu-ray plus Blu-ray 3D Steelbook zu der große Gatsby gar nicht einmal so schlecht. Das große Problem, was dieses Steelbook hat, ist einfach, dass es Warner ursprünglich mit einem anderen Design angekündigt hat, mit einem, könnte man sagen, etwas weniger standardmäßigen Artwork, das entsprechend bei Steelbook-Fans wesentlich besser angekommen ist und entsprechend groß war auch die Enttäuschung, als das dann wieder geändert wurde. Meiner Meinung nach war auch das alte Artwork wesentlich cooler und ich hätte das wesentlich lieber auf dem Steelbook gehabt. Trotzdem kann sich auch das zu einem gewissen Grad sehen lassen und allzu 0815 und standardmäßig ist es ja auch nicht. Am besten gefällt mir persönlich trotzdem noch das Innenartwork des Steelbooks, wobei man im Inneren auf jeden Fall kritisieren muss, dass Warner die Discs nicht gestaltet hat. Diese sind nur weiß und bieten in schwarzem Druck den Filmtitel und die sonstigen Informationen, was meiner Meinung nach bei einem aktuellen Film wie der große Gatsby gar nicht geht. Nein, streich das, was generell bei einem Release gar nicht geht. Aktueller Film. Auf jeden Fall, wer den Film unbedingt im Steelbook haben möchte, kann hier nach England blicken und kann sich dieses erst vor kurzem und damit deutlich nach dem deutschen VÖ-Termin des Films erschienenen Steelbook greifen. Wer allerdings mehr Wert auf deutschen Ton legt oder vielleicht sogar den Soundtrack dazu haben möchte, der ist bei den deutschen Releases definitiv besser aufgehoben. Ansonsten, wer das Steelbook cool findet, wer den Film im Steelbook haben möchte, Schlag zu. Insgesamt gefällt mir das britische Blu-ray plus Blu-ray 3D Steelbook zu der große Gatsby.